Hallo und herzlich willkommen an alle YouTube-Zuseher und hallo und herzlich willkommen an alle Podcast-Zuhörer. Wir haben heute den Patrick Möschel zu Gast. Patrick ist 28 Jahre alt, Mittelfeldspieler und zwar bei der SV Ried in der österreichischen Bundesliga. Hallo und servus, lieber Patrick. Servus, hi, danke für die Einladung. Sehr gern. Patrick, gratuliere zum offiziellen Klassenerhalt. Mit der SV Ried am Wochenende den Klassenerhalt fixiert. Ist das Playoff noch möglich? Naja, ich meine, möglich ist alles laut, also mit den ganzen Punkten und sowas könnte man es so schaffen, aber ich glaube, unser Ziel war ganz klar der Klassenerhalt und den haben wir geschafft und was jetzt in den nächsten zwei Spielen und die letzten zwei Spiele noch passiert, werden wir sehen, aber bei uns ist es erst einmal ein hoher Druck aufgefallen und deswegen sind wir schon zufrieden damit. Na cool. Aber es geht nicht um die SV Ried, es geht nicht um die Saison, es geht um dich, dein Leben, deine Karriere. Du hast gestartet beim SK Lenzing, das ist jetzt kein Plätzensack. Wie war deine Kindheit und vor allem, wie war der Start für dich im Fußball? Nehmen uns da mal mit. Ja, also eigentlich war früher immer schon Fußball begeistert. Also wie ich laufen angefangen habe, habe ich mich immer gegen einen Ball reden. Der Papa hat früher auch Fußball gespielt, jetzt nicht professionell, aber sehr gerne und war eigentlich, was man immer so von anderen Leuten gehört hat, auch immer sehr talentiert. Und so ist es eigentlich losgegangen. Ich war dann ziemlich schüchtern. Früher, ich wollte eigentlich nie zum Fußballverein gehen, bin dann in der Volksschule durch Freund halt aufmerksam worden und die haben mir gesagt, jetzt komm mal mit uns mit, schau das mal an und dann, ich glaube, nach dem ersten Training, wollte ich eigentlich gar nicht mehr heimgehen. Okay. So hat das eigentlich gestartet, meine Fußballkarriere in der Organisation. Ist da vielleicht auch bei dir ein Motiv, dass du Fußballer werden wolltest, weil es dem Papa gefallen hat, weil er gesagt hat, okay, Fußball gefällt mir auch und ich bin eigentlich ein guter Fußballspieler. War da bei dir irgendwas, dass du sagst, okay, das war vielleicht ein Mitgrund? Ja, das kann ich nicht sagen. Ich meine, so weit zurück kann ich mich nicht mehr erinnern. Ne? Also ich habe es halt nur gehört, dass ich, wie gesagt, direkt am Ball geschnappt habe und mich immer dagegen getreten habe und mir das auch immer von Hause schon gefallen hat. Und ja, ich denke mal, natürlich, dadurch, dass der Papa auch Fußball gespielt hat und er Fußball begeistert ist, nimmt man da sicher ein bisschen was einiges mit. Ich denke mal, das ist halt dann auch in die Wiege gelegt worden. Und ja, ich denke mal, da kommt sicher auch ein bisschen was vom Papa. Und haben wir jetzt eigentlich schon immer selber sehr, sehr richtig viel Freude gemacht. Und ja, dann ist halt einfach so losgegangen. Cool. 2007, lieber Patrick, ging es dann zur SV Ried. Und da warst du 10 Jahre lang bis 2017. Du hast eine Jugendabteilung, zweite Mannschaft, erste Mannschaft. Ich habe mir so zwei Highlights rausgepickt. Das eine sehr, sehr schön, das andere nicht so schön. Mit welchen willst du anfangen? Ja, ich denke mir wahrscheinlich das Debüt, ne, in der Bundesliga. Bravo, ja, sehr gut. 8. Dezember 2012 gegen die Admira. Nimm uns da mal mit. Also wir haben auch sehr, sehr viele junge Zuhörer und Zuseher, die das erreichen möchten, das Profidebüt. Was passiert da in deiner Innenwelt? Was passiert da mit deinen Emotionen? Ja, ich denke, als kleiner Bub wollte ja immer Fußballprofi werden. Also das ist jetzt nicht nur so dahergesagt, sondern das war wirklich so, wo andere halt immer in die Freundschaftsbücher reingeschrieben haben, sie wollen Feuerwehrmann, Polizist werden oder sowas, habe ich immer eigentlich geschrieben, Fußballprofi. Und das war von Grund auf meine Inspiration. Ich wollte das unbedingt schaffen und habe dafür wirklich hart und viel gearbeitet, aber viel verzichtet und habe halt alles in meinen Traum reingesteckt und natürlich gehört Glück dazu, da braucht man nicht reden. Entschuldigung, Patrick, dass ich unterbreche, das unterschätzen viele, oder? Dass man unglaublich viel verzichten muss. Ja, natürlich. Also ich meine, wir haben halt in der Akademie jetzt nicht immer gehabt, dass wir da und da hingefahren sind. Wir haben jetzt nicht recht viel Urlaub gehabt. Wir haben auf Sachen verzichten müssen, wo die anderen Jungs auch noch unterwegs waren, was man halt in unseren Eltern macht, haben wir ein bisschen zurückstecken müssen. Aber ich denke mal, wenn man den Traum hat und wenn man das Ziel hat, dann steckt man dann gerne zurück, vielleicht in dem Moment nicht. Aber wenn man dann sieht, dass sie was tut, dass man ein bisschen erfolgreicher wird und im Endeffekt schaut man dann zurück und denkt sich, ja, okay, viel Versand habe ich dann im Endeffekt eh nicht. Und für das, dass ich jetzt den Beruf ausüben darf, da habe ich auf das gern verzichtet. Ja, das ist eine lustige Pointe vom Leben. Wenn man rückwärts das Leben betrachtet, versteht man es, aber man lebt es immer vorwärts. Ne? Das ist ein bisschen tricky. Das Gleiche mit der Karriere.
Aber gehen wir kurz tiefer mal rein, also Eskapaden wie Alkohol, ja, oder Frauen-Eskapaden, jetzt ohne zu tief reinzugehen, ist ja nicht möglich, weil er schon im Rampenlicht immer steht. Und ich habe mit Markus Katzer ein Interview gehabt vor 3, 4 Monaten und der hat zu mir gesagt, Dako, ja, die jungen Buben wissen gar nicht, auf was du alles verzichten musst. Ich habe 2 Wochen im Jahr Urlaub gehabt und nicht, wann ich wollte, sondern wann es mir gesagt worden ist. So, also das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, oder? Dass viele, viele junge Buben auch wissen, hey, auf was muss ich verzichten, wenn ich mich darauf einlasse. Ne? Ja, natürlich ist das wichtig. Ich glaube, jeder sieht dann immer nur dann, wenn du Fußballprofi bist, hey, was hat denn der für ein schönes Leben? Hm. Aber ich meine, natürlich ist es ein schönes Leben. Das braucht man jetzt drüber reden. Aber man muss halt auch immer sehen, was man dafür getan hat, dass man das Ziel erreicht und auf was man alles verzichtet hat. Wie gesagt, es gehört Glück dazu. Du brauchst einen Trainer, der was auf dich baut. Du musst zum gewissen Zeitpunkt abliefern und ein gutes Spiel haben. Natürlich gehört Glück dazu, aber ich glaube trotzdem, harte Arbeit lohnt sich dann immer und das kriegt man immer alles zurück im Leben. Cool. Sehr schöner letzter Satz. Das kriegt man alles dann zurück im Leben. Ja. Sehr, sehr schön. Gut, das zweite Highlight war nicht so schön. Der Abstieg 2016, 2017 aus der Bundesliga. SV Ried, 10 Jahre, da hat sich sicher schon ein bisschen eine Verbindung aufgebaut. Wir kommen später im Laufe deiner Karriere dazu, wo du jetzt wieder spielst. Ne? Also hat sich auf jeden Fall was angebahnt, was Längeres. Und was macht es mit einem Spieler, wenn du sagst, du bist deinem Verein eigentlich so treu? Ja? Nimmt dir das dann persönlicher mit oder sagst du, okay, das ist mein Arbeitgeber, scheiße, ist passiert, wir steigen ab, oder trifft es ein bisschen im Herzen? Ja, das ist jetzt nicht daher geredet, sondern das trifft dann natürlich im Herzen. Dadurch, dass ich 10 Jahre da war, fast mein halbes Leben, damals dann in der Wirt gelebt habe, dem Verein da ziemlich dankbar bin, dass ich die Chance damals gekriegt habe, dass ich Fußballprofi geworden bin bei dem Verein, dass ich mich präsentieren kann. Und dass ich dann auch, ja, für weitere Aufgaben bereit bin, ja, da braucht man nicht drum rumreden. Also ich bin ja auch mit 15, 16 Jahren hinterm Tor gestanden, habe mir eigentlich fast jedes Heimspiel, je nachdem wie wir gespielt haben, mal angeschaut, wenn es möglich war. Und dann spielst du und dann steigst du mit dem Verein ab, der was halt, wie ich immer damals gesagt habe, mein Herzensverein war und dann immer ist, steigst du ab und das tut halt schon weh. Ich meine, ich habe noch ein Spiel dann ein bisschen geweint da und viel haben gesagt, ja, okay, der tut jetzt nur so mal dumm, der geht jetzt sowieso nach Deutschland und den interessiert das sowieso nicht mehr, aber es war halt schon Fakt, dass man dann auf die Zeit zurückschaut, dass man 10 Jahre lang da war und dass man dann leider mit so einem Resultat jetzt dann von dann zieht, gell, das war schon sehr, sehr weh dann. Ja, es war, ja, ich glaube, so mit einer der schrägsten, schlimmsten Momente im Fußball definitiv für mich. Ja. Aber ich bin halt noch umso froh, dass es halt dann endlich wieder nach, was waren es denn, 3 Jahre, 3 Jahre, glaube ich, waren es, haben sie es dann endlich wieder geschafft in die erste Liga. Zwei Punkte, Patrick, die ich gerade richtig cool fand bei dir. Erster Punkt, du gibst öffentlich zu, geweint zu haben, was viele Männer, vor allem Fußballspieler, nicht kennen, weil dann sind sie nicht hart. Ja? Ich sage immer wieder, wein lieber einmal mehr und dann ersparst du sehr, sehr viel Schmerz im Leben. Also finde ich richtig cool, danke dafür. Und der zweite Punkt, das ist ja das, oder? Du sagst, du liebst den Verein, der ist in deinem Herzen, dann gehst du nach Deutschland und alle sagen, der geht eh nach Deutschland. Warum geht er nach Deutschland? Deswegen die provokante Frage an dich, warum bist du da nach Deutschland gegangen? Also immer ganz ehrlich, wenn du in Österreich Fußball spielst und du hast ein Angebot aus Deutschland, vor allem aus der zweiten Liga, ich denke mal im Nachhinein gesehen, würde ich es auch noch immer sagen, würde den Schritt auf alle Fälle wieder machen, weil halt der Fußball in Deutschland komplett anders gelebt wird wie in Österreich. Mhm. Es ist einfach, natürlich ist der größere Land, klar, aber die Deutschen sind einfach Fußball verrückt. Das ist die Sportart Nummer 1 bei denen. Und was ich dort alles erlebt habe, alles gesehen habe. Und ich denke mal, es geht ja jetzt nicht immer rein nur ums Geld, sondern auch das Erlebnis, was ich gehabt habe. Ich habe dort dann auch einmal vor 72.000 Leuten gespielt in Berlin gegen die Hertha im Pokal. Da waren 30.000 bis 35.000 Dynamo-Fans dabei. Und ich glaube, wenn man das dann erst einmal so gegenübersteht, Österreich, Deutschland, ja, ich glaube, da kann ich jedem nur sagen, wenn er die Chance kriegt, dann soll er das auf alle Fälle nutzen, auch wenn es jetzt vielleicht für mich fußballerisch nicht so gut gelaufen ist, wie es mir erhofft hätte. Habe ich trotzdem einiges gesehen, einiges miterleben dürfen und habe viel Lebenserfahrung gesammelt.
Da gehen wir jetzt mal tiefer rein, Patrick. Dynamo Dresden, 2,5 Jahre. Ja, ist ein großer Verein, viel Tradition, große Fanszene. Du hast es angesprochen, auswärts 30.000, 35.000 Leute. In Österreich gibt es kein Stadion, das so viele Leute daheim hat. Ja, nimm uns da mal mit. Was ist das für ein Gefühl für einen Fußballspieler, auf einen Platz zu gehen, wo über 70.000 Leute im deutschen Pokal spielen? Und generell die Zeit in Dresden, wie war das für dich? Ja, angefangen in Dresden, also natürlich, man sieht halt immer Videos und schaut sich das natürlich auch davor an und denkt sich, boah, schon wirklich cool und wahnsinnig. Aber wenn man das dann einmal alles selber miterlebt, die Leute im Osten in Deutschland, das ist für die, wie soll ich denn sagen, ist eine Religion. Also wir haben oft, es waren manchmal so wirklich die Ultras bei uns in der Kabine und haben uns dann vor wichtigen Spielen einmal gesagt, es ist zwar ein Verein, es ist zwar Arbeitgeber, aber für uns ist das nicht nur ein Verein, sondern für uns ist das unser Lebensmittelpunkt. Die Ultras waren vor dem Spiel in der Kabine und haben gesagt, hey Leute, Gas geben. Ja, cool. Es war vor dem Spiel gegen Aue und Aue ist immer so ein richtiges Derby. Ne? Und dann wollen sie halt, dass wir nochmal umso mehr Gas geben. Und die haben uns das nochmal gesagt, es sind da wirklich Leute dabei, die was, ja, arbeitslos sind, nicht viel Geld haben, die verzichten dafür, sagen wir mal, auf was weiß ich, dass sie irgendwo hinfahren oder ein Erlebnis haben oder halt was Besseres essen, verzichten sie lieber, dass einmal im Monat ins Stadion gehen können, zu Dresden. Wahnsinn. Und das hat uns eigentlich so, also ich kann es halt von mir sagen, mir so die Augen geöffnet, wie die den Fußball wirklich leben. Ne? Mhm. Und das ist im Osten nochmal viel extremer, weil die haben, das haben wir von früher so, und das ist einfach unglaublich, was da in Dresden abgeht. Und man hat es einfach bei den Spielen gesehen, das erste Heimspiel, was ich gehabt habe, ja, haben wir vor, meistens eigentlich, sagen wir so, wenn es gut gelaufen ist, 30.000 gespielt, ne? Die Heim-Fan-Wands, das sind 10.000, die was halt schreien, aber nicht nur schreien, sondern die was halt richtig durchdran, da wo es dann wirklich abgeht. Es hat auch Spiele gegeben, wo wir gegen Köln 3-0 daheim gewonnen haben und dann hat er das ganze Stadion geschrien. Ne? Und da hörst du einfach nichts mehr. Und das ist halt dann, wenn du vor der Kurve stehst und dann halt dann um dich schaust und dann springst und dann springen halt einfach 25.000 Leute einfach teilweise mit. Ne? Das Lustige ist aber, Entschuldigung, ich unterbreche, in Deutschland ist das Faszination, in Deutschland ist das Tradition. Wenn das jetzt ein Verein wie Rapid macht, ist das gleich in den Schlagzeilen. Natürlich, weil in Österreich gibt es so viele Vereine wie Rapid. In Deutschland gibt es sehr, sehr viele Vereine wie Dresden, wobei Dresden ein Wahnsinnsniveau hat. Aber da kennt man natürlich auch ein bisschen, okay, die österreichischen Medien übertreiben schon ein bisschen, oder? Ja, weil es einzigartig ist in Österreich. Also ich denke mal, es gibt keinen Verein, der was irgendwie ansatzweise von den Fans mithalten kann wie Rapid Wien. Das würde jetzt vielleicht, ich kenne es halt nicht, ich war nie bei Rapid, aber ich würde es ungefähr, ja, fast so auf die gleiche Ebene stehen. Ne? Also ich habe es Dresden erlebt, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie es bei Wien ist, aber so wenn ich dort gespielt habe, habe ich schon einige gesehen. Und da ist die Fankultur natürlich auch sehr, sehr hoch und das wird in Österreich noch mehr geschätzt, weil es eben in Österreich einzigartig ist. Also wenn ihr es irgendwie sieht von den österreichischen Medien, ihr habt es gehört, in Deutschland geht es ein bisschen anders zu und deswegen kommt es ein bisschen aber mit der Berichterstattung und genießt das Ganze. Cool, danke fürs Mitnehmen. Im Jänner 2020 kam dann der Wechsel nach 2,5 Jahren zum 1. FC Magdeburg in die 3. Liga. Warum in die 3. Liga? Und warum generell von Dresden? Weil ich habe noch mal ein halbes Jahr Vertrag gehabt. Es hat dann einen Trainerwechsel gegeben. Da, ich war dann leider Gottes davor so 8 Wochen verletzt. Und dann bin ich reingerutscht und da haben es einige, glaube ich, 10 Spieler reingeholt. Und dann habe ich schon bei den ersten Trainings gesehen, ja, der Trainer wird jetzt nicht recht auf mich fahren. Ich habe noch mal ein halbes Jahr Vertrag in Dresden. Ich muss jetzt schauen, dass ich irgendwo spiele. Und dann hat sich das mit Magdeburg eben so ziemlich am letzten Tag vom Transferfenster ergeben, habe das eigentlich ziemlich spontan ja, entscheiden müssen, habe gesagt, was, das mache und so ist eigentlich dann der Wechsel zustande gekommen. Magdeburg hat ja auch nicht eine so schlechte Fanszene. Ja. Magdeburg ist auch für die 3. Liga eigentlich ein Wahnsinn. Ich habe da Videos gesehen mit 10.000 oder 15.000 Leuten, oder? Wie viel waren das? Ja, wir haben, also ich habe gehabt, das war kurz vor Corona dann, da waren dann so um die 18.000, glaube ich, bei den Heimspielen. Eine 3. Liga, ne? 3. Liga. Vielleicht ist der Wahnsinn, oder? Also in Österreich gibt es einen Verein wie Rapid oder vielleicht noch Graz, wo so viele Leute kommen. Sense. Ja, und in Deutschland ist das in der 3. Liga normal.
Dann nimm uns da mal mit, wie war das halbe Jahr für dich? Wie war das halbe Jahr für dich? Weil dann kam eine nicht so schöne Zeit. Ja, also es war natürlich, dann, ich habe mehr gespürt auf alle Fälle. Dann ist natürlich Corona gekommen, das hat jeden Fußballer ziemlich getroffen. Dann ist es Gott sei Dank wieder weitergegangen. Also dadurch, dass ich noch ein halbes Jahr unterschrieben habe, weil ich gesagt habe, ja, ich gehe jetzt vielleicht einen Schritt zurück, spüre dann, kann mich für Sommer weiterempfehlen. Dann ist halt Corona dazwischen gekommen, natürlich. Dann haben wir Gott sei Dank wieder weitergespielt. Da habe ich dann ja, eben mehr Spiele gemacht eigentlich. Dann habe ich mich leider Gottes noch 4 Spielen verletzt im Ui. Training. Faserriss habe ich dann gehabt im Oberschenkel hinten. Und dann waren die letzten 7 Spiele ja, von mir eigentlich abgehakt. Habe mich natürlich dann immer zwang können, ne, immer präsentieren. Und das ist natürlich dann auch für einen Verein, der was sagt, okay, ich habe es ja unterschrieben, die letzten 7 Spiele, was jetzt wichtig ist und sowas, wo wir jetzt nicht beurteilen können. Und dann ist eigentlich dann so dazu gekommen, dass das mit Magdeburg dann nicht verlängert worden ist. Genau. Ja, und dann war es mit Magdeburg, Sommer 2020 und dann das Schlimmste, was einem Fußballer passieren kann. Ich habe einige Spieler schon gehabt, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die das auch erlebt haben. Eine vertragslose Zeit. Du kannst als Spieler nicht das wirklich machen, was du machen willst. Ist das die schlimmste Zeit in deinem Leben gewesen? Ja, definitiv. Also schlimmste Zeit ist immer relativ gesagt. Ne? Ich glaube, aber Fußballerleben, Gott sei Dank, vom Fußball. Fußballerleben, genau, Fußballerleben. Ja, auf alle Fälle. Also da brauche ich jetzt nicht drum herum reden. Es hat natürlich auch in der Karriere nicht so schöne Zeiten gegeben, aber ich glaube, das war mit der schlimmste eigentlich. Was denkt man da, Patrick? Nehmen uns da mal mit. Was denkt man da, wenn man aufsteht? Man kann nicht zum Training fahren und es fehlen ja auch die Teamkameraden, weil ihr Fußballspieler, ihr seht euch ja jeden Tag. Ja, Steffen Hoffmann hat ja aufgehört und hat gesagt, das Schlimmste, was ich mir jetzt vorstelle, ist, nicht mehr in die Kabine zu kommen. Ja, das heißt, ihr liebt es über alles und dann kannst du es nicht machen. Was passiert dann? Ja, natürlich zweifelt man, ob man die richtigen Entscheidungen getroffen hat und wie man die letzten Jahre damit umgegangen ist. Es war nicht gerade eine einfache Zeit, weil, wie du schon richtig gesagt hast, das, was man gern tut, eigentlich für das, was man jeden Tag aufsteht, kann man nicht tun. Im Endeffekt, ich habe die Möglichkeit gekriegt, dann in Ried mitzutrainieren dürfen. Ich habe dann von August, Mitte August bis Mitte Dezember habe ich mittrainiert, bei Ried habe mich fit halten dürfen. Das ist natürlich dann schon einmal gut, weil du kannst laufen gehen, willst du kannst trainieren, willst, aber du wirst zwar Training nie ersetzen können. Und vor allem Spiele kannst du sowieso nicht ersetzen. Und das war dann für mich schon wirklich, wirklich gut. Da hat man dann wieder einen geregelten Tagesablauf gehabt. Man geht, so wie du richtig sagst, in die Kabine. Da vergisst man dann halt während dem Training, hey, eigentlich hast du keinen Verein, ne? Aber danach kommst du dann schon wieder. Und natürlich, es gibt. Es ist immer bei jedem Verein, dass der eine oder andere Spieler sagt, boah, jetzt nicht schon wieder zum Training oder boah, meine Situation ist so scheiße. Aber ich habe halt dann oft zu ehrlich gesagt, oh, das ist froh, dass ihr einen Verein habt, seid froh, dass ihr einen Vertrag habt. Ich bin vereinslos und wäre froh, wenn ich einfach irgendwo unterschreiben könnte. Lernt man das auch schätzen, ne? Und Lernt man das wirklich schätzen, natürlich, was man hat. natürlich, das lernt man richtig schätzen. Ne? Genau, also es war wirklich eine schwere Zeit und keine einfache Zeit. Du hast es auch gesagt, dann bist du aber trotzdem auch Gott sei Dank genommen worden von SV Ried als Spieler nochmal, ja, im Jänner 2021 diesen Jahres. Und da fühlst du dich wohl und da läuft es wieder gut. Klassenerhalt, etc. etc. Wie geht es denn weiter mit dir? Das ist leider noch offen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also, ich habe dann nur für ein halbes Jahr wieder unterschrieben gehabt. Und deswegen werden wir schauen, was die nächsten Wochen so geben jetzt. Also, ich Okay. bin einfach nur froh, dass ich einen Verein dann natürlich noch gefunden habe, dass ich wieder spielen habe können, dass ich mich dann auch wirklich, weil, wenn du vereinslos bist, ist es definitiv schwieriger, also wenn du von einem Verein wieder kommst, wo jeder weiß, okay, du bist fit, du hast gespielt, du hast trainiert. Und deswegen ist eigentlich so die Zukunft noch offen. Mal schauen, wo die Reise weitergeht. Ja, sicher erfolgreich, weil du bist ein sympathischer Kerl, du kannst gut Fußball spielen. Und wir sind nicht bei Sky, wo wir 100.000 Mal nachpicken, wenn der Spieler, der Trainer nicht sagen, wie es weitergeht. Wir stellen einmal die Frage und damit trotz es. Gut. Letzte Frage, lieber Patrick. Wenn du jetzt ein 16-jähriges Ich sehen würdest, was für einen Ratschlag würdest du ihm geben? Was würdest du ihm sagen? Mach genauso weiter, das kann dir sein. Okay. Mehr Sehr gut. würde ich gar nicht sagen.
Sehr cool, sehr cool. Patrick, ich kann das nur bestätigen, du hast da richtig coole Karriere hingelegt. Ich bin mir sicher, du wirst den Weg weitergehen, bist total sympathisch. Ich habe viele Spiele von dir gesehen. Dankeschön. Wirst auf jeden Fall den Weg weitergehen und wünsche dir für die Zukunft nur das Beste. Danke für deine Zeit. Dankeschön nochmal, gerne für die Einladung. Baba.